So, wir haben jetzt schon einige Formen der Gleichungen kennengelernt. Es gibt natürlich noch eine Vielzahl weiterer, je nachdem, wo die gesuchte Variable auftaucht, heißt sie immer mal unterschiedlich eine Bruchgleichung. Da taucht die Variable mindestens einmal im Nenner der Gleichung auf. Das heißt also, x durch 2 plus 5 gleich 0 ist keine Bruchgleichung. Erst wenn wir hier unten noch im Nenner vielleicht auch noch eine Variable haben, dann ist das eine Bruchgleichung. Wenn man das Ganze jetzt dann lösen soll, so steht da oben mit dem Hauptnenner. Multiplizieren. Hauptnenner, ja, da haben wir ja schon mal gelernt. Okay, wir müssen das Ganze gleichnamig machen. Der Hauptnenner wäre 2x. Von da eine 2, von da eine x. Das heißt, den ersten Bruch müssten wir mit x erweitern. Den zweiten Bruch mit 2. Und dann haben wir immer noch eine Äquivalenzumformung und hätten dann x² plus 10 ist gleich durch 2x ist gleich 0. Und jetzt können wir mit dem Nenner multiplizieren. Dabei ist natürlich darauf zu achten, dass der Nenner, der darf nicht 0 werden. Also muss x auf jeden Fall ungleich 0 sein. Sonst darf man das nicht, wenn wir nämlich hier diese Information löschen, was wir jetzt automatisch tun, weil 2x mal 0 ist 0, dann wäre sie weg. Da muss man sie irgendwie noch behalten. Wenn man darauf achtet, braucht man, hier steht überall immer Probe hinter, auf so etwas, wenn man diese Dinge hier beachtet, dann kann man weiterhin mit Äquivalenzrechnungen rechnen. Das heißt, wir hätten jetzt x² plus 10 ist gleich 0 zu lösen. Mit anderen Worten, x² ist gleich minus 10 und das ist in R nicht lösbar, also in den reellen Zahlen. Diese Bruchgleichung hat also keine Lösung. Eine Wurzelgleichung bedeutet, dass letztendlich egal in welcher Wurzel wir hier haben, also es könnte eine beliebige Wurzel sein, wenn da keine Zahl, kein Buchstabe steht, haben wir immer eine zweite Wurzel. Zum Beispiel könnte da x plus 2 stehen, ist gleich 0 lösen möchte. Dann ist der erste Schritt immer, dass man die ganze Gleichung hoch n nimmt, in dem Fall natürlich dann hoch 2. Wie auch immer man sie versucht, das kenntlich zu machen. Das Problem ist jetzt, wenn das hier hoch 2 genommen wird, entfällt wieder Information. Und das können wir auch nicht mit so einer Einschränkung gut machen, sondern da müssen wir wirklich hinterher gucken, ist das, was wir ausgerechnet haben, auch wirklich eine Lösung? Können wir damit hinterher unsere Gleichung lösen? Wenn wir nämlich hier jetzt herausbekommen, x ist gleich minus 2, dann muss man das Ganze nochmal einsetzen. Und dann kann man sehen, ob es wirklich eine Lösung ist. Dann hat man eine Chance. Bei einer Exponentialgleichung taucht das x im Exponenten auf, also zum Beispiel 1,05 hoch n ist gleich 200 oder ist 2. Dann fragt man, wenn man diese Gleichung zum Beispiel hat, wann hat sich ein Kapital bei einem Zinssatz von 5% verdoppelt? Und dann fragt man nach der Zeit. Das ist eine Exponentialgleichung. Für eine Exponentialgleichung, da haben wir die Variable im Exponenten, dann versucht man die zu isolieren, indem man logarithmiert. Das heißt also, wir wenden die gegenteilige Funktion darauf an, den Logarithmus zu einer beliebigen Basis. Es ist nicht wichtig, welche Basis Sie nehmen, aber auch hier hinterher bitte schauen, ist das, was wir ausgerechnet haben, auch wirklich eine Basis. Wir können das ja schreiben als n mal ln von 1,05 ist gleich ln von 2. Und dann kriegen wir heraus, dass n gleich ln von 2 durch ln von 1,05 ist. Wenn man das ausgerechnet hat, kommt eine Zahl heraus. Bitte einmal testen, Probe, ist das wirklich eine Lösung?
So, das letzte ist, da haben wir eine Logarithmengleichung, das heißt ln von x ist zum Beispiel gleich 3. Dann möchte man gerne wissen, wie das x da drin aussucht. Da sucht man wieder auch nach der entgegenläufigen Funktion. Das könnte die Exponent oder das ist dann die Exponentialfunktion, die wir darauf anwenden. Denn die Exponentialfunktion angewendet auf die Logarithmusfunktion ist wieder die Funktion selbst. Das heißt, x ist dann e hoch 3 anders geschrieben. Das ist die gleiche Schreibweise. Und viele fragen immer, soll ich da ein Äquivalenzzeichen hinmachen oder nur ein daraus Folgzeichen? Wenn Sie sich nicht sicher sind und nur ein daraus Folgzeichen machen, dann muss man einmal die Lösung wieder mit einer Probe oben einsetzen. Und wenn das eine Lösung ist, ist es eigentlich ziemlich egal, was da vorne steht. Man hat es ja ausgerechnet und probiert. Es ist wohl eine.